Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Aeroskin, das neue Fassadensystem von Hilti und Knauf. Wie immer darf ich Sie live aus unserem Studio hier in Kaufering begrüßen. Ich freue mich jetzt mit Ihnen auf spannende 50 Minuten. Was haben wir vorbereitet? Wir haben tolle Studiogäste, wir haben Umfragen, wir haben Live-Demos. Ich freue mich ganz, ganz besonders natürlich auf viele Fragen von Ihnen und viel Interaktion. Deswegen nützen Sie natürlich die Möglichkeit, was Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm haben, das Bedienpanel im unteren Bereich, schicken Sie uns über die Chatfunktion Ihre Fragen und Kommentare. Wir versuchen, so viele wie mögliche Fragen natürlich live zu beantworten, mit aufzunehmen. Jetzt freue ich mich, Sie an unsere beiden heutigen Studiogäste übergeben zu dürfen, die natürlich auch die Bildschirmpräsentation anschließend mit Ihnen teilen. Und ganz wichtig für Sie, dieses Webinar zeichnen wir auch auf. Wir werden Ihnen in ca. 2 Wochen nach dem heutigen Webinar einen Link zur Verfügung stellen. Hier finden Sie dann die Aufzeichnung und natürlich ein komplettes Informationspaket über alle Informationen von der heutigen Veranstaltung. Jetzt übergebe ich Sie an unsere heutigen beiden Studiogäste. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Simon Rümmele und Kai Niehausmeier. Ja, danke Michael. Guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Kai Niehausmeier. Ich bin im Auftrag der Firma Knauf Gips heute hier. Knauf Gips ist sicherlich bekannt als Hersteller von Trockenbauplatten, Gipsplatten. Aber auch in der Fassade ist die Firma Knauf Gips unterwegs. Und ich vertrete den Bereich Aquapanel, bin da im Category Management zuständig. Und wir wollen nun heute ein bisschen was über die Möglichkeiten einer vorgehängten Fassade mit einer Putzträgerplatte darstellen. Und dafür haben wir vor gut 2 Jahren einen Workshop begonnen, der heute im Grunde hier endet. Wir haben zahlreiche Umfragen mit Planern, mit Ihnen als Fachunternehmer durchgeführt, um für Sie ein möglichst gutes System abzustimmen, dass Sie Planungssicherheit haben. Und das ist heute die Premiere. Ich bin für den Bereich der Aquapanelprodukte zuständig und mein Kollege, der Simon, an den übergebe ich jetzt mal. Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei unserem Webinar von meiner Seite. Mein Name ist Simon Rümmele. Ich bin bei Hilti global zuständig für die Partnerschaften mit Fassadenbekleidungsherstellern. Wir gehen also strategische Kooperationen mit internationalen namhaften Herstellern wie der Firma Knauf ein, um eben abgestimmte Systemlösungen für Sie entwickeln zu können, die Ihnen ermöglicht, auf der Baustelle Erleichterungen bringt, auch in der Planungsphase Unterstützung bietet und ein Sorglospaket bietet. Selbst bin ich 20 Jahre im Bereich der hinterlüfteten Fassade beruflich tätig, in verschiedensten Rollen. Bin seit 10 Jahren auch Vorstand im Fachverband Hinterlüftete Fassade, wo wir auch gemeinsam mit dem FVHF in Deutschland beispielsweise, dem deutschen Fachverband, oder auf europäischer Ebene, auf dem IFD, mit dem IFD zusammen die Vorzüge der hinterlüfteten Fassade einem breiten Publikum näher bringen wollen. Ja, auch wir, Knauf Hilti, sind Mitglied im Deutschen Fachverband und es freut mich insbesondere hier heute die Chance zu haben, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns, für Aeroskin. Das ist das jüngste Baby, der jüngste Meilenstein in der hinterlüfteten Fassade. Und so lassen Sie mich jetzt gleich mit meiner Präsentation beginnen. Lassen wir gleich anfangen mit der Gebäudehülle, damit Sie auch wissen, um was es heute im Vortrag geht. Die Hülle eines Gebäudes lässt sich an und für sich in Kundenanwendungen einteilen. Sie haben einerseits, Punkt 1 hier, Einzelelemente für den Dach- und Wandbereich, die dann bauseits auf eine Tragstruktur montiert werden. Andererseits, hier in Punkt 2 vorgestellt, haben Sie auch elementierte Fassadensysteme beispielsweise, nennen wir Pfostenriegel oder Elementfassaden, Vorhangfassaden, all das sind Begrifflichkeiten, die Sie vorelementiert auf die Baustelle bringen und dort auch verankern können. Mehr oder weniger selbsttragende Elemente. Und wo wir uns aber heute konzentrieren wollen, ist der Bereich der hinterlüfteten Fassade, kurz VHF genannt. Und das wesentliche Merkmal hier, Sie bauen das bauseits, diese Konstruktion wird bauseits aufgebaut, auf eine bestehende tragende Wandstruktur. Und diese Wandstruktur kann sehr vielseitig sein. Das ist zum Beispiel klassisches Mauerwerk, Stahlbeton, kann aber auch Gasbeton sein oder auch ein Holzelementbau. Um das geht es also heute im Vortrag. Lassen Sie mich auch gleich beginnen, was man unter einer VHF versteht. Hier ist das wesentliche Merkmal.
dass es einen Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und dem Fassadenbekleidungselement gibt. Hier dargestellt im Rendering mit diesen weißen Pfeilen. Da wird also durch die Thermik, durch Temperaturunterschiede, aber auch durch Winddruck und Sogkräfte entsteht ein permanenter Luftstrom zwischen Dämmung und Fassadenbekleidungselement. Hier im Rendering bereits dargestellt Aeroskin mit einer Klinkerapplikation. Und dieser Hinterlüftungsspalt, dieses permanente Luftstrom bietet zahlreiche Vorteile, die ich Ihnen ganz gerne in der nächsten Folie näher erläutern möchte. Beginnen wir mit dem Wärmeschutz. Oder generell ist einfach so, dass Sie bei diesem Fassadentypus viele Komponenten haben, die einzeln auslegbar sind. Ja? Das heißt, ein Bauteil muss nicht alle Funktionen erfüllen können, sondern Sie können beispielsweise beim Wärmeschutz den berechenbar machen und optimieren. Das ist einerseits der sommerliche Wärmeschutz oder ich würde es fast sagen Hitzeschutz. Eine Fassade kann sich im Sommer bis zu 80 Grad je nach Material aufheizen und der Hitzeeintrag von außen wird bereits durch diesen Hinterlüftungsspalt wesentlich abgeführt. Und so können Sie auch im Winter den Wärmeschutz nach Ihren Anforderungen dimensionieren. Sie müssen beispielsweise die Wärmebrücken, die durch die Verankerung einer Unterkonstruktion entsteht, in Ihre Wärmeschutzberechnung einfließen lassen. Das ist verpflichtend. Hilti macht das für Sie bereits im Service, im Engineering-Service. Aber gleichzeitig haben Sie auch die Option, beispielsweise mit wärmebrückenfreien Konstruktionen mit entsprechender Dämmung hier auch bis Passivhausstandard zu bauen oder auch zu sanieren. Wir haben dann den Bereich Schallschutz, wo Sie hier mit diesem hinterlüfteten Fassadensystem eine Art Masse-Federsystem erzeugen. Das heißt, Sie haben einerseits die massive tragende Wand, die per se schon gut für den Schalldurchgang reduziert. Und dann haben Sie diese federnde Leichtkonstruktion einer hinterlüfteten Fassade davor. Das heißt, Sie verbessern den Schallschutz, beispielsweise bei Standardpanelen wie dem Putzsystem von Aeroskin, um die 15 Dezibel. Wenn Sie eine Klinkerapplikation bei Aeroskin haben, sogar bis zu 18 Dezibel. Hier sind auch zahlreiche Studien von diversen Fachverbänden in der Veröffentlichungsphase. Also wenn Sie hier noch nähere Infos brauchen, bitte auf uns zukommen. Und das ist auch nicht ein unerheblicher Vorteil, wenn Sie denken, wenn ich ein Objekt sanieren muss und ich kann den Schallschutz verbessern, ist es ja, eine tolle Sache und mit der VHF möglich. Witterungsschutz ist so, dass ja, Sie haben irgendwo Plattenstöße, Sie haben vielleicht Durchdringungen durch die Außenhaut. Das ist legitim, das ist zulässig. Eventuell eindringende Feuchtigkeit wird hier aber schadensfrei abgeführt. Und die Dämmung wird dadurch nicht durchfeuchtet. Dasselbe gilt auch beim Feuchteschutz. Man kann sich vorstellen, eine Stahlbetonwand trocknet über Jahre aus sogar. Das heißt, Sie haben eine Baufeuchte, die diffundiert. Sie haben auch eine permanente Nutzungsfeuchte des Gebäudes, die ebenfalls rausdiffundiert. Und hier ist entscheidend, dass das Kondensat, das eventuell entstehen könnte, schadensfrei abgeführt wird. Und das tut es hier. Beim nächsten Punkt Gestaltungsfreiheit, ich glaube, da haben wir einiges vorbereitet, Kai. Ja, ich habe ein paar Objekte mitgebracht und wir wollen da auch zeigen, dass eine VHF mit einer Putzoptik nicht unbedingt schlicht sein muss. Also es gibt gerade da zahlreiche Möglichkeiten in der Gestaltung, angefangen von einer einfachen Farbgestaltung bis hin zu Putztechniken. Aber auch, wie schon angedeutet, kommt immer mehr, dass Klinkerriemchen ohne weiteres auf die Putzträgerplatte aufgebracht werden kann. Und dadurch ergeben sich ganz andere Möglichkeiten heutzutage. Danke. Wir haben einiges gesehen und dann kann man doch die Vorteile des Brandschutzes, anders als vielleicht bei konventionellen bekannten Systemen mit EPS etc., haben wir hier die Möglichkeit, je nach Paneltyp bis hin zu Nichtbrennbarkeitsklassen zu erfüllen. Hilti hat auch Lösungen für zum Beispiel Brandsperren, für die geschossweise Trennung. Hier gibt es also bis hin zur Nichtbrennbarkeitsklasse und dementsprechend sichere Konstruktionen bis hin zum Hochhausbau. Beim Thema Nachhaltigkeit hat die VHF ebenfalls die Nase vorne,
Weil so wie Sie das aufbauen, so schichtartig, so können Sie es dann auch wieder am Ende des Lebenszyklus rückbauen und einem Wertstoffkreislauf zuführen. Auch das ein nicht unerheblicher Vorteil. Lebenszyklus geht hier sehr lange. Wir haben jahrzehntelange Erfahrungen, jahrhundertelange Erfahrungen, wie Sie auf dem nächsten Punkt sehen, bezüglich Langlebigkeit einer solchen Fassade. Ganz einfach, weil sie schadensfrei in der Regel bleibt und auch nahezu als wartungsfrei gilt. Und das symbolisiert eigentlich schon dieses Bild. Wir haben hier zwei Bilder vorbereitet. Das ist eine klassische schiefe Schindeldeckung. Ich glaube, ja, das ist klassisch deutsch. Kommt so aus dem Sauerland, Siegerland, vielleicht sogar im Norden. Unter anderem sicherlich, aber auch in Norddeutschland, denke ich mal, sind diese Fassaden bekannt, wo doch mal der Regen waagerecht auf die Fassade aufschlagen kann. Und denke mal, hat sich jahrhundertelang bewährt. Aber in Österreich, ja, zieht da andere Oberflächen vor. Das zeigt das untere Bild. Also dort, wo ich herkomme, hat man traditionell mit Holzschindeln Fassaden gedeckt. Da gibt es Beispiele, die ja, 4, 5 Generationen an der Wand sind, schadensfrei. Und das ist eben die Erfahrungswerte, auf die wir aufbauen. Das heißt, das, was wir Ihnen jetzt gleich vorstellen, ist zwar brandaktuell, brandneu für Sie. Und das, was wir aufbauen, hat eine sehr, sehr lange Tradition. Weil wir nicht mehr alles in Schindeln decken und decken wollen, weil es eben unzählige Fassadensysteme gibt, ist das auch natürlich normativ geregelt. In der DIN 18516, das ist ja, die Norm in Deutschland für Außenwandbekleidungen hinterlüftet. Da lohnt es sich auch einmal reinzuschauen, genauso wie in die Richtlinien, die die Fachverbände zur Verfügung stellen. Ja, und damit sind wir bei der heutigen Agenda. Diese Themen haben wir für Sie vorbereitet. Einerseits Performance und Nachhaltigkeit dieses Aeroskin-Systems. Wir haben dann einen mittleren Block mit thermischer Effizienz. Und was bedeutet das, dass Sie das richtige System wählen können oder wir für Sie empfehlen? Und dann ganz gut, zu guter Letzt, ja, was können Sie alles gestalten mit diesem System? Und damit würde ich den Ball gleich Kai an dich übergeben, wenn es ums Thema Performance und Nachhaltigkeit geht. Ja, danke schön. Ja, wir reden natürlich hier von der Putzträgerplatte in der VHF und Kernstück ist hier die Aquapanel Zementbot Outdoor. Ich hoffe, bei vielen bekannt in der Fassade, in der Außendecke. Das ist schon seit fast 20 Jahren auf dem Markt eine klassische Putzträgerplatte auf Zementbasis. Rein mineralisch, das ist auch wieder das Thema Nachhaltigkeit später angeht. Die Platte ist absolut feucht und witterungsbeständig. Sie ist Frost-Tauwechsel geprüft, Schlagregen bzw. Schlagbeanspruchung. Sehr massiv, gerade was das Thema Vandalismus in der Fassade angeht, mit einem entsprechenden Putzsystem, bietet hier die VHF als Putzsystem natürlich erhebliche Vorteile in diesen Bereichen. Darüber hinaus ist sie nicht brennbar und damit haben wir im Grunde mit der passenden Unterkonstruktion und der entsprechenden Dämmstoff ein komplett nicht brennbares Fassadensystem, was, denke ich mal, heute in der modernen Bauarchitektur immer wichtiger ist. Die Platte selbst, ich sage immer, das ist die Gipsplatte aus Zement, aus der Knaufsprache gesprochen. Wie ist der Aufbau? Im Grunde wie eine Gipsplatte, nur eben mit wasserbeständigen Bauteilen oder Bestandteilen. Der Kern, wo normal bei einer Gipsplatte der klassisch Gips ist, ist hier ein Gemisch aus Zement, Blech, Schiefer, Blechton. Und der Kern ist eingebettet statt dem Karton, der eben natürlich nicht wasserbeständig ist dauerhaft, ist hier ein Glasgittergewebe in ein Zementbett eingebettet und so haben wir eine dreischichtige Platte. Und dieser besondere Aufbau ist im Grunde von der Verarbeitung ein ähnliches, fast analog einer Gipsbauplatte und das hat natürlich wirtschaftliche Vorteile gerade in der Erstellung in einem Fassadenbereich. Klassische Formate ist natürlich Großformat, wie man es von einer Gipsplatte kennt, klassisch 1,25, 2 Meter. Aber gerade in der Fassade auf dem Gerüst bietet sich oft mal das Kleinformat an, 90 x 1,25, weil es einfach vom Handling einfacher ist. Die Platte wiegt 16 Kilo pro Quadratmeter, ist 12,5 mm stark. Nicht brennbar, hatte ich schon erwähnt, ist, denke ich mal, ein Riesenvorteil.
Entsprechend haben wir natürlich für die Aquapanel Outdoor eine ETA, die die Verwendung im Außenbereich bestätigt, im Bereich Außendecken, Wetterschale, wie auch immer, Fassadentechnik. Aber darüber hinaus ist gerade in der VAF wichtig, ich brauche entsprechend noch eine zusätzliche Zulassung für diese hinterlüfteten Konstruktionen. Die haben wir auch, beziehungsweise die Bauartengenehmigung neuerdings, das liegt entsprechend vor. Und Sie sehen im Hintergrund zum Beispiel hier ein Objekt, das ist der Audi-Pavillon, wo wir die Aquapanel wirklich in der vollen Möglichkeit mal dargestellt haben, dreidimensional gebogen. Und möchte das Ihnen hier mal zeigen, wie das geht, darum haben wir es mal vorbereitet. Ich zeige Ihnen gleich mal live, wie ich hier eine Platte biege. Aber zuvor möchte ich Ihnen relativ einfach mal vorstellen, wie kann ich diese Platte Bausatz einfach relativ einfach verarbeiten. Dazu brauche ich handelsüblichen Cutter, eine Anlage. Ich gehe mit dem Cutter, ritze ich die Platte entsprechend ein, breche sie ähnlich wie eine Gipsplatte über die Kante, schneide rückseitig das Gewebe ein und schon habe ich die Platte entsprechend abgelenkt. Daran sehen Sie schon gerade, bringt natürlich in der Verarbeitung enorme Vorteile. Ja, und das Biegen ist natürlich auch immer für viele, warum kann ich diese feste Platte biegen? Das geht doch gar nicht, das muss doch werkseitig vorbereitet sein. Und das ist eigentlich relativ einfach. Das Erste, was wir machen müssen, ich habe hier einen Abschnitt dieser Platte, wir müssen im Grunde den Kern einmal brechen. Das machen wir wie so ein Handtuch ausschütteln, indem wir sie einmal schütteln, das knackt fürchterlich und damit ist im Grunde der Kern im Vorfeld schon mal ein bisschen weicher und dann entweder über eine Biegelehre oder entsprechend die Konstruktion habe ich hier die Möglichkeit, die Platte bis zu einem Radius von 1 Meter zu biegen. Und das kann eben recht einfach Bausatz erstellt werden. Das mal ganz kurz zur Verarbeitung dieser Platte, aber da wollen wir nicht zu tief einsteigen. Michael, sind denn schon ein paar Fragen aufgetaucht? Die erste Frage lautet, kann ich die Aquapanel-Platte in 3D verformen? Selbstverständlich, wie das Hintergrundobjekt schon zeigt, in alle Richtungen kann ich die Platte natürlich biegen und so entsprechend meiner Gestaltung oder meinen Ideen freigestalten. Was wiegt die Platte inklusive Putzbau? Die Platte selbst wiegt 16 Kilo, wie ich eben schon erwähnt habe. Und dazu kommt natürlich ein entsprechender Putzaufbau, ein mineralischer Putzaufbau. So je nach Art kommen wir mit einem Gesamtgewicht von ca. 22 bis 25 Kilo. Jetzt sind wir bereits beim mittleren Block angelangt. Und zwar geht es jetzt, ja, auf was baut diese Oberfläche auf? Warum kommt es darauf an, was darunter liegt? Das zeige ich Ihnen jetzt im mittleren Block thermische Effizienz und optimale Systemwahl. Wir haben hier im Bild die Komponenten einer VHF anhand eines Beispiels Aeroskin mit Putzoberfläche. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass ich Ihnen das gerade live einem Mockup zeige. Und zwar auch die Begrifflichkeiten, wie wir sie in der hinterlüfteten Fassade normativ verwenden. Das hier, dieser weiße Hintergrund, können Sie sich vorstellen, ist die tragende Außenwand aus Stahlbeton, Mauerwerk etc. Wir sprechen hier begrifflich von einem Verankerungsgrund. Wir haben dann die Konsole, die Wandkonsole, die mit einem Verankerungselement am Verankerungsgrund montiert wird. Und hier klassischerweise kommen Rahmendübel zum Einsatz, je nach Untergrund kommt ein Rahmendübel zum Einsatz oder ein Schraubanker oder ein Schlaganker oder, wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, auf Stahlbeton, auch unsere direkte Fassadenmontage, Direktbefestigungssystem. Wir haben dann ein T-Profil hier bei Aeroskin, das mit sogenannten Verbindungsmitteln, in dem Fall sind es Schrauben, auf die Wandkonsole montiert werden. Ganz wichtig ist auch hier, Sie können bis zu 40 mm ausjustieren und somit Unebenheiten aus dem Verankerungsgrund komplett ausgleichen. Und dann, ja, Kai, da bist du wieder der Experte, kommt das System von Aquapanel, wird hier drauf montiert,
Vielleicht kannst du dann auch noch die Begrifflichkeiten hier sagen. Ja, gerne. Also, wir haben hier die Aquapanel-Putzträgerplatte, die natürlich auf der Unterkonstruktion befestigt werden muss. Und dafür gibt es das Befestigungsmittel. Das ist die Aquapanel-Fassadenschraube, die zum System gehört. Dann anschließend nach der Montage der Platte werden entsprechend die Fugen mit einem Fugenspachtel und einem Fugenband geschlossen. Das ist auch ein Systemspachtel. Und anschließend wird die komplette Fläche mit armiert und bietet dann im Grunde die Grundlage für weitere Oberflächensysteme, angefangen von normalen Putzsystemen, wie hier auch mal farblich eingeführt, aber auch das Thema Riemchen oder Keramik, wo wir aber zum späteren Zeitpunkt nochmal zu kommen. Aber das Entscheidende ist die UK und Simon, da bist du der Spezialist für. Ja, und wie Sie jetzt auch anhand dieser Folie noch einmal sehen, das Einzige, was wir in der Partnerschaft Knauf Hilti nicht beisteuern können zu diesem Fassadenaufbau, ist der Verankerungsgrund. Das heißt, diese Mauer, die tragende Mauer, die wird von Ihnen bauseits gestellt und dort bauen wir auf. Aber alle anderen Komponenten und auch das, was es braucht, um das zu engineeren, das kriegen Sie aus unseren beiden Häusern als Systempaket geliefert. Und das bietet natürlich auch, sagen wir mal, ein rundum sorglos Paket. Und da sehen Sie noch einmal die gesamten Schritte, die es braucht, um vom Engineering, von der Planung bis hin zur Panelmontage die Applikation abbilden zu können. Und hier haben wir, wenn wir beispielsweise beim Engineering und Service anfangen, kriegen wir von Ihnen die Projektdaten, wir kriegen Pläne, unser Engineering-Team macht daraus eine Systemempfehlung. Wir können aber auch in dieser ganz frühen Phase mit einem beispielsweise Dübelauszugsversuch auf der Baustelle bereits die Lastwerte des Untergrundes mit in die Berechnung fließen lassen und dadurch die Effizienz der Systemwahl noch einmal erhöhen. Dann haben wir natürlich immer die Abgleichung von Plan und Wirklichkeit in der Realität. Das macht man mit der Messtechnik, das heißt, Sie können Aufmaß nehmen vom Bestand, Sie können aber auch Plandaten wiederum zum Objekt zurückspielen, beispielsweise mit dem Tachymeter von Hilti, haben dann alle Hardware an Wandkonsolen und auch um diese zu befestigen mit verschiedenen Dübel aller Art. Das geht so weit, dass wenn alle Stricke reißen, sogar ja, chemische Verankerungsmethoden von Hilti gestellt werden können, etwa auf Gasbetonsteinen oder Renovierungsmauerwerk, das nicht so einfach zu befestigen ist. Bei der Montage der Dämmung stehen Ihnen verschiedenste Systeme zur Verfügung, bis hin zu brandschutzsicheren, nicht brennbaren Befestigungselementen. Wir haben dann die Profile, die justierbaren Einrichtungen, die Messtechnik wiederum dazu, um das zu justieren zu können, und die Tools dazu. Ja, das ist ein wesentliches Merkmal auch, dass Sie das, was Sie geplant haben, in der stringenten Kette in der Qualität aus einer Hand bekommen bis zur Umsetzung. Aber ich würde mal sagen, zeitgemäße Fassaden heutzutage müssen auf jeden Fall mehr bieten als nur Ästhetik. Wenn Sie da einmal die Schlagworte sehen, Klimaschutz wird immer wichtiger. Ja, das schlägt sich einerseits darin nieder, dass wir ja, Heizung mit Dämmung kompensieren oder auch klimatisierte Räume mit Dämmung kompensieren. Der städtische Wohnraum hingegen wird knapper und teurer. Durch den Urbanisierungsdruck, den wir erleben, wird die Netto-Nutzfläche zum wirklich teuren und kostbaren Gut. Und gegenläufig dazu werden die Wandstärken immer dicker, aufgrund der eben genannten Dämmstoffstärken. Wir haben im städtischen Kontext aber auch die Thematik der Nachverdichtung, ja, einerseits, wo wir vielleicht aufstocken müssen auf bestehende Objekte, wo die VHF durch ihren Leichtbau, auch bei Eroskin durch diese wenigen Kilos, die so eine Platte wiegt, wirklich die Vorteile ausspielen kann, bis hin zur Erdbebensicherheit. Wir haben dann, sagen wir mal, bei den Lebenszykluskosten steigen auch die Anforderungen generell an die Fassaden, auch die optischen Anforderungen steigen an die Fassaden, das heißt Wartungsaufwand, Renovierungsaufwand von Fassaden wird immer kostspieliger
Und hier kann auch die VHF beispielsweise durch die mineralischen Putzen von Aeroskin, die schneller abtrocknen, die einer Algenbildung vorbeugen, auch optisch ein langlebiges Ergebnis bieten. Und die Kreislaufwirtschaft, das ist nicht nur ein Schlagwort. Wenn Sie heute ein Gebäude bauen, der Green Deal der EU gibt es vor, muss ein heute gebautes Gebäude 2050 bereits zu 80% recycelbar sein. Und hier haben wir eben Komponenten, wie gesagt, die einem Wertstoffkreislauf zu hohem Prozentsatz zugeführt werden können. Und die Vorteile, ich sage mal, die VHF und auch unser System hier ist auf all diese Thematiken sehr, sehr gut vorbereitet und sie sind gut aufgestellt. Wir können einerseits Wärmebrücken drastisch reduzieren, bis auf rechnerisch unter diese 3%-Regel, also rechnerisch nahezu null. Wir haben dadurch schlankere Wände, wir haben dadurch Nutzflächengewinn und das schlägt sich dann in einer hohen Wirtschaftlichkeit solcher Systeme nieder. Das zeige ich Ihnen dann gleich im Anschluss. Und auch in der Lebenszyklusbetrachtung gibt es mittlerweile etliche Studien, wissenschaftliche Studien, die darlegen, dass in der mittelfristigen und vor allem auch langfristigen Betrachtung jetzt schon eine VHF günstiger ist als konventionelle Systeme. Und umso mehr ein Objekt in Richtung Premium geht, das heißt ein Mietwohnungsbau oder ein Gewerbeobjekt, wo Sie regelmäßig pflegen müssen, dass die Fassade ansehnlich bleibt, umso hochwertiger und wirtschaftlicher ist eine VHF in der Anwendung. Wir haben hier natürlich, Sie sehen hier eine Übersicht für diverse Anwendungen, die wir bieten. Das ist einerseits vertikal oder horizontal Anwendung, je nach Layout. Bei Aeroskin ist es ganz relativ simpel. Wir haben ein vertikales T-Profil. Wir haben hier einen 62,5er Raster in aller Regel und dadurch sind die Distanzhaltersysteme, die Sie in der oberen Zeile sehen, kommen hier zum Einsatz. Und das fängt, wenn man es auch will, von der Standardanwendung an. Da werden die Standard-Aluminium-Konsolen verwendet. Ich zeige Ihnen jetzt gerade live und durchaus eine Premiere auch hier in Deutschland. Das steht kurz vor dem Launch, ist ein ganz neues Produkt, 2021. Ist unser Standard-Aluminium-Konsole mit einigen Features, die wir hier jetzt noch nicht so verraten. Da gehen wir dann näher in einem anderen Webinar drauf ein. Aber Sie sehen hier, das ist die neue Konsole, wo Sie auch eine sogenannte Helping Hand haben, die dann eben das T-Profil justierbar macht und schön eingeteilt und montiert werden kann. Und das geht dann weiter bis hin zur Edelstahl-Konsole, die Sie hier sehen. Die hat eine verbesserte oder sagen wir mal schlechtere thermische Leitfähigkeit, was automatisch auch einen besseren Wärmeschutz bewirkt und geht dann über in die thermisch komplett entkoppelte Lösung, die dann durch einen Kunststoffteil voneinander getrennt wird. Ja, und jetzt ist es durchaus einmal interessant, was könnte hier der Impact sein? Warum ist es wichtig, dass Sie auch in der Planungsphase auf die Unterkonstruktion Wert legen. Und wir sehen hier ein standarddurchschnittliches Projekt. In Deutschland haben wir hier gewählt, nicht allzu groß, aber wie gesagt, so ein Durchschnittswert. Wir haben hier ein Objekt mit einem 25 cm Mauerwerk, Lambda 0,35. Wir haben eine Knauf-Isolierung gewählt mit 0,035 Wärmeleitgruppe. Wir haben ein fünfgeschossiges Gebäude mit 720 Quadratmeter Fassadenfläche. Wir haben dort auch eine Nutzfläche über diese fünf Geschosse von ca. 2700 Quadratmeter. Und wenn Sie hier den ENEF-Standard-U-Wert derzeit von 0,24 Watt pro Quadratmeter wählen, dann sehen Sie hier ganz schön, dass Sie auf der linken Seite bei der thermisch entkoppelten Konsole lediglich 120 mm Dämmung brauchen, mineralischer Dämmstoff. Hingegen, Sie gehen zur Standardanwendung hin Richtung Aluminium, ganz rechts, dann brauchen Sie für denselben U-Wert, um denselben U-Wert zu erreichen, 200 mm. Das heißt, dementsprechend haben wir hier auch ein Gesamtmaß von Fassadenvorderkante bis zum Mauerwerk, das sich in dem Fall
zwischen links und rechts um 80 mm erhöht. Das ist jetzt zum Beispiel, ja, eine Wandstärkenreduktion von 80 mm ist viel und nicht viel. Man kann sich wahrscheinlich schlecht was darunter vorstellen. Kai, wie schaut das für dich aus? Was würdest du 80 sagen? Millimeter klingt im ersten Weg jetzt nicht wirklich viel, aber ich glaube, du hast uns da mal was vorbereitet, dass es ein bisschen klarer wird. Ich glaube, wir sollten das einmal live anschauen. Darf ich die Kamera bitten, einmal mir zu folgen? Und wir haben hier ein Mockup, wo genau das zeigt. Wir haben hier einmal den thermisch entkoppelten. Ah ja, ich muss die Präsentation ausschalten. So, jetzt sehen wir es aber live. Wir haben hier die thermisch entkoppelte Konsole auf dem Verankerungsuntergrund. Und wir haben andererseits für die Standardanwendung die klassische Aluminiumkonsole. Der Gap von diesem System seht ihr gleich jetzt auch hier. Das ist eigentlich die Stärke, die Wandstärkenreduktion, die sich dann automatisch im Innenbereich als Netto-Nutzfläche bemerkbar macht. Aber nicht nur. Wir haben durch diesen Gap hier auch die Möglichkeit, alle Anschlussverblechungen, etwa Attika-Verblechungen, Fensterleibungen, auch um dieses Maß zu reduzieren. Das heißt in etwa nichts anderes, als dass auch diese Bauteile etwas günstiger werden, vielleicht auch eleganter werden. Aber vor allem heißt es auch mehr Lichteinfall durch die Fenster, weil einfach die Wand drastisch reduziert wird. Und das wird sich sicher interessieren, ja, was das auch für einen wirtschaftlichen Effekt macht. Und das zeige ich jetzt noch einmal an der nächsten Folie. Wir gehen hier gleich noch einmal in die Präsentation. Wir haben immer noch dieses Standardbeispiel von 5 Stockwerken mit 2700 Quadratmeter Nutzfläche. Wir haben jetzt noch einmal zum Vergleich für diesen 0,24 U-Wert. Hier links die Standardanwendung mit der Aluminiumkonsole gewählt und Ihnen auch einmal aufgelistet zu einem durchschnittlichen Richtpreis. Was kostet das Material für diese Fläche? Wir haben hier auch zum besseren Vergleich eine ungestörte Wandfläche genommen. Das heißt, ohne Fensteranschlüsse, damit Sie wirklich einen guten Vergleich haben. Dann sieht man einmal die Unterkonstruktion 2650. Wir sehen die 200 mm Knauf Insulation mit 20,30 Euro. Das heißt, Unterkonstruktion und Isolierung liegen hier bei 46,80 als Materialpreis. Ja, und dann haben wir hier auch dann noch die Aquapanel. Kai, was hast du hier gewählt als Lösung? Ja, wir haben hier die Aquapanel-Putzträgerplatte, natürlich mit der Fassadenschraube zur Befestigung und eigentlich ein Standard-Putzsystem mit einem 2 mm mineralischen Putzsystem. Da liegen wir knapp bei 43 Euro als Orientierung. Gut, dann liegen wir jetzt bei 48 irgendwo bei, ja, knapp in 90 Euro. Liegen wir für beide Komponenten zusammen. Wir haben auch im rechten Vergleich ebenfalls U-Wert 0,24. Brauchen wir nur diese 120 mm. Wir haben hier ja, den Aquapanel und den Oberputz genau gleich gelassen. Sie sehen denselben Preis. Die Konsole ist tatsächlich etwas teurer, also ein paar Euro macht die mehr aus. Aber dadurch, dass Sie wirklich nicht nur die Wandstärke reduzieren, sondern alle auch die Isolierung reduzieren können, kommt hier netto sogar eine leichte Ersparnis beim Materialpreis heraus, obwohl Sie das, sagen wir mal, wärmetechnisch bessere System genutzt haben. Und ich würde mal sagen, von dieser Betrachtungsweise spricht nichts dagegen, dass Sie jetzt schon in die, ja, Ihr Gebäude zukunftsfit planen und gestalten. Und was das für einen Impact hat, sehen wir hier ganz unten. Wir haben wiederum in diesem Beispiel diese 80 mm Wandstärkenreduktion erzielt. Bei diesen 2700 Quadratmeter Nutzfläche kriegen wir einen ganzen Raum heraus, eine Netto-Nutzfläche mehr, nämlich hier in dem Beispiel 23 Quadratmeter. Und je nachdem, in München haben Sie bereits Durchschnittspreise von 7.500 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche. Dann heißt es nichts anderes, Sie haben hier 170.000, 175.000 Euro gespart. Das ist mehr Ersparnis, als Ihnen die Wand in der Errichtung gekostet hat. Ja, also das ist schon, glaube ich, jetzt hier auch signifikant, was das für einen Impact hat, 80 mm. Da sehen die 80 mm schon ganz anders aus. Beeindruckend. Und ich glaube, auch nutzen Sie das gerne in Ihrer Argumentation, wenn Sie auch Ihre Wunschfassade beispielsweise vor den Bauherren, vor den Investoren vertreten müssen, sind das doch überzeugende Argumente, warum Sie Ihr Gebäude bereits zukunftsfit geplant haben.
Wir haben momentan, ich habe jetzt mal gebündelt, 8 Fragen für den Blog eingebaut. Hochhausbau, müssen spezielle Brandschottungen geschossweise erfolgen? Ja, zielt eher jetzt auf Hilti ab. Das hängt eben ab von der Geschossigkeit. Ehrlich gesagt müsste ich jetzt zuerst nachschauen, welcher Geschossanzahl das ist, aber ich glaube, um die 22 Meter brauchen Sie dann eine geschossweise Trennung. Da gibt es genaue Richtlinien, auch im Fachverband. Und es gibt Standardlösungen für geschossweise Trennung, die wir Ihnen gerne auch in den Unterlagen zeigen. Braucht man was Besonderes für die Verarbeitung? Zertifikate? Also von unserer Seite brauchen wir keine besonderen Zertifikate. Also klar, die Fähigkeit natürlich Putz aufzutragen, das wäre ganz hilfreich. Aber ansonsten rein baurechtlich oder so brauchen wir nichts. Von eurer Seite? Nein, ich brauche keine Zertifikate. Aber vielleicht können wir auch hier sagen, dass wir in unserem Netzwerk ja natürlich auch Schulungen geplant haben. Genau. Auch speziell als für Verarbeiter ist auch ein wichtiger Faktor. Kai, was haben wir hier? Also da von planerischer Seite können wir Ihnen natürlich gerne Fachunternehmer immer bereitstellen, die erfahren sind in dem Bereich. Auf der anderen Seite, Sie als Verarbeiter nehmen wir natürlich auch gerne auf, wenn da Fragen sind. Auch gibt es natürlich in der Planung sind Schulungen, auch mit Praxisanwendung, nicht nur aus den Häusern Hilti und Knauf, sondern auch von den Fachverbänden VHF bzw. auch vom Stuckverband. Doch leider, die aktuelle Pandemie bremst uns da alle ein bisschen, aber ich denke mal, da werden wir in Zukunft auf Sie zukommen. Ja, also da ist einiges in Planung und sobald es jetzt diese Schulungen dann beginnen, können wir Sie informieren. Wie sieht es mit dem Verlegeplan der Platten aus? Ja, wir haben als optionalen Service bei Hilti können wir Ihnen als für die Verlegung auf der Baustelle projektbezogen das Layout für die Unterkonstruktion liefern. Bei Aeroscan ist es relativ einfach. Sie haben die Plattenformate, die kleinteiligen. Wir haben ein 62,5er Raster. Hier braucht es an und für sich, dadurch, dass das nachträglich verputzt wird, keine großartige Layoutierung der Platten. Aber auch das könnten wir als Service anbieten. Untergrundstahlbau? Auch hier können Sie natürlich Konsolen montieren. Da gibt es Systeme dafür. Ist die 140 mm Konsole bei 120 mm Dämmstoff nicht zu knapp bemessen? Nein, ist nicht, weil auch das T-Profil beispielsweise bis zu 40 mm ausjustieren kann. Liefert Hilti auch die Statik für die Fassade? Selbstverständlich ist das, was Sie hier auswählen, wir werden es nachher sehen, wird in der Checkliste erfasst. Dieses Fassadengewicht, das Sie ausgewählt haben, fließt in unsere statische Berechnung rein. Welche Lasten aus Fassadenelementen wie Beleuchtung, Werbung etc. darf nachweisfrei in die Fassade eingebracht werden? Da gibt es sicher minimale Gewichte, die eingeleitet werden dürfen. Aber in der Regel sind Beleuchtungen, also da reden wir von Werbetafeln und so weiter, die haben schon ein durchschnittlich höheres Gewicht, haben in der Regel mit der Unterkonstruktion nichts zu tun. Die werden ausgespart in der Wand und werden direkt auf dem Untergrund verankert. Ich bedanke mich schon mal natürlich bei euch beiden, Simon und Kai, so spontan alle Fragen hier mal live zu beantworten. Ich orientiere mich weiter, schicken Sie mir weiter Ihre Fragen, Ihre Kommentare und wir sehen uns gleich wieder im Frageblock 3. Somit zurück zu euch beiden. Ja, dann sind wir jetzt beim Thema Gestaltungsfreiheit angekommen. Ja. Kai, dein Thema. Ich hatte ein paar Objekte versprochen, um mal zu sehen, wie die Gestaltung in der VHF möglich ist und möchte Ihnen hier mal Möglichkeiten zeigen. Also hier sehen Sie einmal noch den Querschnitt einer klassischen VHF mit Putzträgerplatte und einem Putzsystem und einige Putze dargestellt. Aber auch hier haben wir einfach mal das Original, macht es ein bisschen mehr her. Das möchte ich Ihnen gerade mal zeigen. Also wir haben hier unser Mockup und hier sehen Sie im Grunde diesen Schichtaufbau mit einem klassischen 2 mm mineralischen Oberputz, der eigentlich klassisch ist. Aber Sie sehen auch hier schon nur durch den Unterschied der Verarbeitungstechnik, die sogenannte Kammzugstechnik, wie sich das Fassadenbild oder die Optik komplett verändern kann. Hier noch ergänzt mit einem Metallic-Anstrich in Silber. Das ist eine Variante. Auch hier mal
exotisch sicherlich in Bronzeanschrift, auch sowas ist möglich, aber auch durch die Putztechniken, wie wir hier haben. So sieht man es, glaube ich, ganz gut in der Kamera. Das ist die sogenannte Besenstrich-Optik, auch hier mit entsprechend durchgefärbten Putzen, die natürlich als Putzträger oder als VRF eine sehr interessante Putzoberfläche geht. Aber auch feine Putze und wo wir relativ viele neue Anfragen aktuell kriegen, das ist die sogenannte Betonoptik, wo wir hier die Möglichkeit haben, eine Betonapplikation darzustellen, aber eine sehr, sehr leichte Konstruktion. Das ist eigentlich das Entscheidende. Dadurch, dass die VRF im Leichtbau unterwegs ist, können wir hier natürlich ganz andere Möglichkeiten bieten. Muss aber auch hier dabei sein, handwerklich ist das natürlich die hohe Kunst, das auszuführen. Wirkt aber ganz gut, kann ich Ihnen gleich auch nochmal ein Bild zeigen. Ich komme mal jetzt wieder rüber, um Ihnen ein paar Objekte zu zeigen, wo wir im Grunde da auch nochmal die Punkte sehen. Hier zum Beispiel ein klassischer feiner Putz, 1 mm Körnung, weiß gehalten, also erstmal auf den ersten Blick nichts Spektakuläres. Aber hier handelt es sich auch um eine VRF-Konstruktion. Und man sieht hier eigentlich dieses geradlinige Bild in der Architektur, nur durch die Fensterbänder bzw. die Verschattung unterbrochen, aber sonst keine störenden Einflüsse. Und das bietet zum Beispiel, wenn man ins Innenleben dieser Konstruktion guckt, die Vorteile einer VRF. Weil wir haben hier natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel Installationen, Entwässerung, Elektro-, Blitzschutz und alles Weitere hinter die Fassade zu bringen und so im Grunde das Fassadenbild nach außen nicht zu stören. Wir haben hier ein fugenloses, durchgehendes Fassadenbild und das ist ein klassischer Vorteil einer VRF-Konstruktion. Hier die angesprochene Betonoptik, die gefordert war. Das ist ein aktuelles Projekt in Stuttgart, die Waldorfschule. Und hier war einmal die Oberfläche Betonoptik gefordert oder gewünscht. Natürlich in Leichtbau, das ist die Herausforderung. Aber auch eine ganz besondere Fugentechnik, weil normal sind wir darauf spezialisiert, eben fugenlos zu arbeiten. Aber hier sollte die Fugentechnik eben diagonal nach einem gewissen Fugenbild dargestellt werden. Und da wurde dann im Vorfeld nach den Vorgaben des Planers mal ein Mock-up gebaut, um zu gucken, wie kann man es umsetzen. Und dieses Mock-up wurde dann entsprechend mit der Putztechnik versehen. Und letztendlich hat man sich für eine Version entschieden, die entsprechend eingefärbt. Und Sie sehen hier entsprechend auch das fertige Ergebnis der gesamten Fassade. Ich glaube, lässt sich zeigen, ist mal was ganz anderes. Aber auch hier wieder der Vorteil, Leichtbaukonstruktion. Auch hier ein etwas älteres Projekt, Simon. Das hatten wir schon vor geraumer Zeit. Und zwar hier war die Anforderung dieser dreidimensionalen Gestaltung. Also Sie sehen, wir haben mehrere Ebenen, wo die Fassade dargestellt werden sollte. Und hier hat Hilti entsprechend die Unterkonstruktion die Planung vorgenommen, dass wir die verschiedenen Ebenen haben, wo dann teilweise, ich glaube, in vorgefertigten Varianten sogar die UK an die Baustelle geliefert worden ist, entsprechend mit Aquapanel beplankt und verputzt. Und wie Sie sehen, sind hier sogar auch die Rundbögen entsprechend mit Aquapanel, mit der VRF-Lösung dargestellt worden. Und das zeigt auch hier die Möglichkeiten der dreidimensionalen Gestaltung. Ja, und das Thema Sanierung ist hier auch so exemplarisch. Hier handelt es sich eigentlich nur um 70er Jahre Bungalow, also nichts Besonderes, ein Familienhaus. Aber was saniert worden ist und komplett energetisch natürlich auf neuesten Stand gebracht werden sollte. Und der Klassiker hier ist einfach die unterschiedlichen Untergründe. In der Sanierung kommt es oft vor, dass sich Beton, Kalk, Sandstein oder auch wie hier zum Beispiel die Dachaufstockung mit Holz ausgeführt worden ist. Und da das passende Fassadensystem rauszuwählen, damit ich später eine Linie habe, da ist natürlich die VRF ideal. Zumal ich, wie Simon schon mal angedeutet hat, eben mit den Wandhaltern auch diese Versprünge ideal ausgleichen kann, so dass ich nachher ein sauberes Fassadenbild habe. Ja, dies ist auch ein aktuelles Projekt. Auch hier wieder das Thema Übergang. Also die Attika und die Decke gehen nahtlos ineinander über.
Dazu kommt hier noch die berühmte runde Ecke, die heute sehr viel auch gefragt wird. Da bietet sich natürlich die Aquapanel auch an und natürlich da mit einer entsprechenden Unterkonstruktion. Ja, sieht man sehr schön auch die thermisch getrennten Wandhalter und auch für die Abhängung die Standard-Edel-Aluminium-Konstruktion. Genau. Ja, jetzt haben wir so ein paar Oberflächenmöglichkeiten nur auf der Putzebene schon gesehen. Was aber vielfach auch kommt, ist, dass das Riemchen gefragt wird und nicht nur in Norddeutschland oder im Emsland, wo es sicherlich traditionell das zweischalige Verblendmauerwerk herkommt. Wir haben mittlerweile bundesweit Anfragen, wie wir keramische Klinker darstellen können und vor allem da auch wieder der Vorteil in Leichtbau. Mittlerweile, also zum Beispiel hier die Firma Feldhaus, bietet Riemchen an, die so gebrannt sind. Der Unterschied ist nicht zu erkennen zwischen einem Verblendmauerwerk und die Systeme werden auf die Putzträgerplatte aufgeklebt. Und da haben Sie zahlreiche Möglichkeiten. Die Firma Feldhaus bietet hier ein umfangreiches Spektrum an, in Größe, in Farbe. Sie können mit den Oberflächen spielen bis hin, dass sie die Fugenfarbe in Abstimmung bringen, was komplett andere Erscheinungsbilder bewirkt. Also hier bietet die Firma Feldhaus Ihnen zahlreiche Möglichkeiten in der Gestaltung entsprechend. Und was noch dazu, hier sieht man zum Beispiel ein klassisches Verblend oder eine VAF mit einem Riemchen, ist zu einem klassischen Verblendmauerwerk nicht zu unterscheiden. Auch für einen Profi, wenn er davor steht, ist es schwierig zu erkennen. Ein weiteres Thema in der Gestaltung, dass Sie natürlich dadurch, dass die Riemchen aufgeklebt werden, nicht diese klassische traditionelle horizontale Verblendung haben, sondern Sie können die Riemchen natürlich horizontal, vertikal relativ einfach auf den Putzträger aufbringen. Und da in der Gestaltung haben Sie natürlich komplett neue Möglichkeiten, auch in den Tiefenversprüngen mit der Fassade regelrecht zu spielen oder auch Rundungen lassen sich idealerweise auch so darstellen. Bis hin komplett verspielte Fassaden, hier in keramische Klinker in mehreren Farbgebungen, auch verschiedenartig verlegt, ist sicherlich exklusiv, aber zeigt mal die Möglichkeiten, dieses Potenzial in der VAF und vor allem auch wieder das Thema Leichtbau spielt hier eine Rolle, weil das mit einem klassischen Verblendmauerwerk darzustellen ist schier unmöglich und hier haben wir eigentlich hervorragende Möglichkeiten und ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein paar Beispiele mal zeigen, welches Potenzial eine VAF hat mit einer Putzträgerplatte in der Architektur. Und wichtig ist natürlich, wir sind jetzt in der Oberfläche. Zur Oberfläche gehört natürlich eine passende Planung in der Unterkonstruktion, eine Vorplanung. Und auch hier haben wir uns gemeinsam Gedanken gemacht, wie wir Ihnen das Leben da möglichst einfach machen. Und Simon, da gehst du jetzt mal drauf ein. Sehr gerne. Ja, wie können wir Sie bei der Planung unterstützen? Das ist eigentlich recht simpel. Wir benötigen von Ihnen recht wenige Komponenten. Das ist einerseits eine Checkliste, das ist ein DIN A4-Format, das Sie digital ausfüllen können. Wir brauchen von Ihnen Zeichnungen, CAD-Zeichnungen und wir brauchen eine Vorstellung, wie Sie sich zum Beispiel die Ecken oder Fensteranschlüsse sich überlegt haben. Das fließt zu unserem Engineering-Team als Information. Anhand der Checkliste, wo wir Daten abfragen, zum Beispiel nach dem Untergrund, den wir auf der Baustelle vorfinden, die Geschosshöhe, die Windlasten, auch vielleicht Ihre Präferenz, ob das jetzt wärmebrückenfrei ist oder die Standardanwendung in der Aluminiumkonsole. Diese Informationen sammeln wir von Ihnen und darauf zieht dann unser Engineering für Ihr Bauvorhaben eine Referenzfläche, eine maßgebliche Referenzfläche raus, bereitet das auf, macht auch die volle Ausnutzung in der Systemwahl, das heißt die möglichst effiziente Systemwahl für Ihr Projekt, dokumentiert es auch in Form eines Angebotes für den Verarbeiter oder in Form eines Richtwertangebotes für den Architekten. Wir haben hier auch bereits die Standard-U-Wert-Kalkulation für die ungestörte Wand mit drinnen, sodass Sie ein Gefühl bekommen, dass Sie Ihre Anforderungen im Projekt damit erzielen können. Dann für die Verarbeitung auf der Baustelle gibt es auch, wir haben das in der Frage gehabt,
komplette Montagepläne für Ihr Projekt. Also ein optionaler Service. Und dazu gibt es natürlich auch Standarddetails, die wir Ihnen anbieten können. Dazu gibt es natürlich auch Ausschreibungstexte. Kai, bitte halt's kurz in die Kamera. Wir haben hier die Standardbroschüre, die wir Ihnen auch im Nachgang des Webinars zur Verfügung stellen. Sollten Sie auch hier doch die Broschüre, wenn Sie mit Klinke-Applikationen arbeiten, von Feldhaus, was wir Ihnen auch auf Anfrage zur Verfügung stellen, ist selbstverständlich auch Ausschreibungstexte und Hilfestellungen jeglicher Art. Das Wichtigste, glaube ich, ist, wir haben ein bestehendes Netzwerk von Verarbeitern. Das heißt, wenn Sie in der Planungsphase bereits Verarbeiter brauchen für die Angebotslegung oder für Ihr Projekt, kommen Sie bitte auf uns zu. Die Kontakte sind hier eingeblendet. Jetzt sind wir nahezu am Ende. Jetzt würde uns noch interessieren, gibt es noch welche Fragen aus dem Publikum? Ich bin noch nicht am Ende mit euch beiden, Kai und Simon, ich brauche euch noch. Wir haben noch zahlreiche Fragen bekommen. Vielen Dank dafür, macht mir riesig Spaß. Also danke euch, danke Ihnen. Die nächste Frage, können Rientjen auch ohne Dehnfugen auf dem VHF verlegt werden? Ja, ganz ohne Dehnfugen kommen wir natürlich nicht aus. Es gibt da die Feldbegrenzungsfugen und das ist abhängig vom Fassadenbild, wo die gesetzt wird. Also ganz ohne geht es leider nicht. Was kostet ca. 1 Quadratmeter VHF in fertiger Arbeit, beziehungsweise wie viel teurer ist sie gegenüber einem WDVS? Das System ist selbstverständlich teurer wie ein WDVS, ohne Frage. Aber einen Preis zu nennen, wäre, glaube ich, unseriös. Wir hatten das auch. Was kostet ein Auto? Das geht von bis los. Aber die VHF mit einer Putzträgerplatte ist sicherlich eine wirtschaftliche Lösung im Bereich der VHF. Wir können individuell da entsprechende Angebote auch machen. Ich glaube, Sie werden überrascht sein, wie wirtschaftlich das ist im Vergleich zu anderen Systemen. Welche Oberputzsysteme können verwendet werden? Sind sowohl mineralische als auch organisch gebundene Systeme geeignet? Gibt es spezielle Armierungsmörtel von Aquapanel oder können hier pauschal alle marktüblichen Materialien eingesetzt werden? Dadurch, dass wir eine Zulassung haben, sind wir natürlich da innerhalb der Produkte der Zulassung gebunden. Aber im Grunde können wir alle Knauf-Putzsysteme auf der Aquapanel-Platte verwenden. Welche Maßnahmen müssen bezüglich der Dehnfuge im Aquapanel berücksichtigt werden? Standardmäßig, wenn ich eine klassische Putzfassade habe, habe ich alle 15 Meter eine Dehnfuge. Das heißt, Flächen 15 mal 15 Meter kann ich fugenlos darstellen. Losgelöst von bauphysikalischen und gestalterischen Vorteilen, A1 mit Hartbekleidung größer 200 mm, VHF, Freiformen, wie stellt sich der Kostenvergleich zwischen Wärmebrücken, freier VHV mit Riemchenklinker und WDVS mit Riemchenbekleidung bei Mineralfaser-Dämmstärke von 200 mm dar? Da schlage ich vor, das ist jetzt sehr speziell, aber wir können Ihnen natürlich für Ihr Projekt genau die Kosten ermitteln. Kommen Sie auf uns zu. Ich bedanke mich bei Ihnen für die zahlreichen Fragen. Schicken uns weiter Ihre Fragen und Kommentare. Wir versuchen natürlich schnellstmöglich nach dem Webinar mit Ihnen in Kontakt zu treten. Ich verabschiede mich und gebe zurück zum Schlusswort, zur Zusammenfassung zu Simon und Kai. Ja, danke Michael. Wir sind am Ende angelangt und wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Aeroskin-System ein komplettes VHF-System darlegen können, das wir Ihnen vorstellen können und Ihnen da entsprechend die Sicherheit in der Planung und letztendlich natürlich in der Ausführung geben können. Und ich persönlich freue mich, beim nächsten Projekt mit Ihnen in Kontakt treten zu können oder meine zahlreichen Kollegen und möchte da schon mal danke fürs Zuhören oder Zuschauen und bleiben Sie gesund. Simon, du hast das letzte Wort. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Es freut mich, wenn wir gemeinsame Referenzen da draußen haben. Kommen Sie auf uns zu, nutzen Sie die Chance, nutzen Sie auch das Netzwerk zwischen Planung und Verarbeitung, das wir Ihnen flächendeckend in Deutschland bieten können. Und kann nur mich anschließen. Herzlichen Dank und guten Tag.